Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Wassermänner, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Der Geier bzw. der Kondor ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und das magische Wissen ist eure Hauptenergie. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Die erste Karte in diesem Reading ist das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche kann mehrdeutig gedeutet werden. Zum einen wäre es hier möglich, dass ihr euch am Anfang einer Partnerschaft, einer Beziehung, einer Freundschaft im neuen Sinne befindet, dass ihr ja, jemanden kennengelernt habt, mit dem es jetzt sozusagen mehr und mehr Interaktion gibt. Allerdings kann das Ass der Kelche auch für den Selbstwert stehen, für die Selbstliebe, die Selbstachtung möglicherweise auch, dass man sich hier möglicherweise mehr auf sich selbst besinnt, mehr auf sich selbst verlässt möglicherweise auch und vielleicht auch nach dem ein oder anderen Rückschlag hier sich wieder aufrappeln kann. Es kann ja also in eine gemeinsame oder auch in eine alleinige Richtung gehen, dieses Reading. Das möchte ich noch unter anderem weiter durch die Klärungen und Spiegelungen herausfinden. Hier haben wir die 9 der Münzen und die 9 der Münzen bestätigt mich jetzt eigentlich mehr, dass es hier um euch persönlich geht, um direkt um euch geht und nicht unbedingt in Bezug zu anderen. Das sieht man hier mit den 9 der Münzen jetzt relativ deutlich, weil es zum einen die Single-Karte ist im Tarot und zum anderen auch die 9 der Münzen für Selbstwert stehen. Kompetenzen, Souveränität, Autorität auch manchmal. Hier besinnt man sich auf sich selbst. Hier weiß man ganz genau, was man in der Lage ist zu tun, was für einen sozusagen genügt und womit man sich eigentlich nicht abfinden möchte. Das ist der typische Selbstwert oder man könnte auch sagen das Selbstmaß. Was genügt einem und wo ist noch Luft nach oben? Diese beiden Karten in Kombination, es wäre sehr, sehr gut möglich, dass viele von euch sich hier mehr auf sich selbst besinnen, die vorher womöglich auch abhängig waren von jemanden oder meinten abhängig zu sein von jemanden oder vielleicht auch mehreren anderen Menschen. Es ist im Moment noch eine Vermutung, die ich hier äußern kann. Auch da brauche ich noch die Klärungen und Spiegelungen, um konkreter werden zu können. Hier haben wir die Zuversicht, den Optimismus, den Weitblick oder die Weitsicht bei den 3 der Stäben dargestellt. Auch Hoffnung kann darin dargestellt sein, manchmal auch sogar Euphorie. Ich glaube, dass hier viele von euch in einem gewissen Sinne losgelöst sind, frei oder befreit sein können oder Ungebundenheit kann man natürlich auch sagen, was viele von euch vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg nicht oder nicht mehr kannten. Ich sehe euch hier zuversichtlich auf euch alleine gestellt weitermachen zu können, um es ganz kurz zu formulieren. Allerdings ist das natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Da möchte ich noch weitere Einzelheiten natürlich dazu herausfinden. Die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter, gerade auf die 9 der Münzen, ist eine sehr seltene Spiegelung. Da hat man sich womöglich etwas in der Vergangenheit nicht zugetraut, aus, ja, man könnte sagen, aus einer Art schwindenden Selbstwert, gewinnt man hier Selbstwert. Man will sich hier das Gegenteil von dem beweisen, von dem man eigentlich bislang ausgegangen ist, nämlich etwas nicht zu schaffen, etwas nicht zu können.
Wie gesagt, klingt kompliziert, ist auch sehr selten tatsächlich. 5 Schwerter auf 9 Münzen. Hier haben wir Selbstwert, hier haben wir Selbstmanipulation. Hier haben wir dieses, ich weiß, was mir genügt, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann. Und hier stellt man das Ganze gehörig in Frage, ob man denn wirklich weiß, was man will, ob man wirklich weiß, was man kann, oder ob man sich da vielleicht zu viel zumutet, ob man sich zu wenig vielleicht auch zutraut, ob man sich mit weniger zufrieden gibt als das, was einem eigentlich gebührt. Diese beiden Karten, diese beiden Energien sind sehr gegenteilig. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr vorher in einer Art, ja, man könnte sagen, in einer Art Eingebundenheit wart, die dann auf Dauer gesehen eine Unfreiheit darstellte. Beispielsweise ist das eine partnerschaftliche Beziehung gewesen, mit der man ja natürlich dann umgegangen ist, die man definitiv gehandelt hat, wo man auch natürlich schöne Zeiten hat erleben dürfen, aber auf einen bestimmten Zeitraum hinweg fühlte es sich vielleicht sogar eher wie eine Art Gefangenschaft, vielleicht auch wie eine Abhängigkeit an. Und dass man dann hier entdecken kann, auf sich alleine gestellt, auch eine gewisse Freiheit, ein Glück, ein Wohlbefinden sich erarbeiten zu können oder empfinden zu können, ist etwas, was man vorher gar nicht gedacht hätte. Das ist jetzt, wie gesagt, eine beispielhafte Formulierung. Es wäre aber auch gut und gerne genau andersrum, nämlich möglich, dass man hier vorher dachte, ich bin auf mich alleine gestellt, ich komme wunderbar zurecht, ich kann machen, was ich möchte, ich brauche niemanden an meiner Seite. Und nach einer gewissen Zeitspanne merkt man, dass man eigentlich darauf hofft, dass jemand mit einem sozusagen ins Boot steigt, dass jemand an die eigene Seite möchte, dass jemand Interesse hat, dass jemand mit euch an einem gemeinsamen Weg interessiert ist. Auch so rum kann das hier verlaufen. Aber es ist und bleibt hier die Energie, wo man sagen kann, man war bislang von etwas Bestimmtem ausgegangen, das man jetzt unter ganz bestimmten Ereignissen oder Entwicklungen gehörig in Frage stellen würde. Auch da würden mir die Klärung, oh ja, und die Klärungen und Spiegelungen wahrscheinlich noch etwas mehr darüber verraten. Der Teufel. Der Teufel ist in den meisten aller Fällen eine negativ beeinflussende Energie. Hier spricht man von Ängsten, von Zweifeln, von Sorgen, Missmut, Schwarzmalerei, Pessimismus, Koexistenz, Abhängigkeit, Süchten manchmal. Also es ist hier definitiv eine negative vorherrschende Energie, die sehr individuell gedeutet werden kann. Mit dem Teufel neben den 5 der Schwertern kann man von falschen Annahmen ausgegangen sein und hat jetzt hier negative Konsequenzen dadurch. Man könnte hier von etwas als Wahrheit hingestellt sozusagen gelebt haben und jetzt stellt sich heraus, dass das Ganze eine Lüge war. Beispielsweise weiterhin formuliert. Genauso gut kann es hier mit der Spiegelung auf das Ass der Kelche so sein, dass man hier den Selbstwert gegen Null hat, dass man hier möglicherweise niedergemacht wurde von jemandem, dass man von sich selbst vielleicht auch enttäuscht ist. Aufgrund eines negativen Ereignisses, aufgrund eines Rückschlags oder Misserfolg wäre hier ebenso plausibel. Genauso wie man hier mit dem Ast der Kelche im Sinne der Gefühle, die raus wollen, die Gefühle, man strotzt vor Gefühlen, wenn man beispielsweise hier jemand Neues kennenlernt, wird sich dieser Mensch relativ schnell als ein falscher Mensch herausstellen, als jemand, der euch nur ins Bett bringen wollte. Beispielsweise jetzt formuliert, jemand, der euch Avancen macht und der euch, nachdem ihr dann einmal im Team wurdet, nie wieder anruft. Beispielsweise, wie auch schon gesagt, so zu behandeln, aber ein sehr plötzlicher Umschwung des Wohlbefindens von positiv zu negativ oder von negativ zu positiv kann noch so oder so sein, den kann man hier durchaus entdecken in dieser ersten Reihe. Und hier haben wir eine sehr positive Karte in dem Bezug, weil hier haben wir die 4 der Schwerter im Outcome. Die 4 der Schwerter ist in den meisten aller Fällen gedankliche Heilung. Es ist eine von 3 Heilungskarten, typischerweise im Tarot, neben dem Stern und neben der Mäßigkeit. Die 4 der Schwerter ist Gedanken sortieren, Gedanken strukturieren. Man könnte sagen, man behält hier einen kühlen Kopf, man kommt zum klaren Verstand. Man erringt sich so eine Art Durchblick. Man kann hier auch zur Ruhe kommen oder den Stress vermeiden. Auch das kann man hier gut und gerne deuten, aber das ist hier im Outcome noch etwas, was auf euch zukommt. Ich sehe, dass hier sehr aufreibende Zeiten oder sehr aufreibende Entwicklungen oder Ereignisse auf euch warten, wo man entweder eine Lüge geglaubt hat, eine gewisse Zeit und jetzt sich hier die Wahrheit mehr und mehr rausstellt, oder wo man bislang von einem positiven Zustand ausgegangen ist, der sich jetzt als ein negativer Zustand entpuppt. Und ich kann es jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter formulieren. Allerdings möchte ich da die Klärungen und Spiegelungen abwarten, um da etwas genauer werden zu können, dass sich aber diese Hin- und Her-Energie, diese Selbstzweifel, diese möglicherweise Süchte oder Ängste oder Angebundenheiten, dass die sich widerlegen. Das sieht man hier wiederum sehr, sehr gut. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie weit diese Karte im Outcome dann noch
entfernt ist von jener Energie. Das kann natürlich an dem zeitlichen Fließen sehr abhängig sein. Hier haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Zu den Hofkarten ist gleich und direkt zu sagen, dass es hier weniger wichtig ist, ob jetzt hier Stäbe, Münzen, Schwerter oder Kelche dargestellt sind, sondern es hat jede einzelne Hofkarte im Tarot bestimmte charakteristische Deutungen, die auf entweder euch selbst natürlich oder auf Mitmenschen zu beziehen wären im Resonanzfall. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen auch in jeder einzelnen Hofkarte repräsentiert sein. Der König der Stäbe ist eine recht verbissene Person, jemand häufig Attraktives, jemand, der für das, was er oder sie überzeugender Art und Weise realisieren will, was er oder sie für das Beste hält, dafür ist dieser Mensch tatsächlich Feuer und Flamme. Dieser Mensch, der lässt nichts darauf kommen, auf seine Meinung, auf seinen Standpunkt, auf sein Ideal manchmal auch. Allerdings ist das auch jemand, der König der Stäbe auf das Ast der Kelche, der gut und gerne auch für seine oder ihre Vorhaben alles in Bewegung setzen würde. Ich habe euch gerade das Beispiel genannt. Hier hat euch jemand schöne Augen gemacht, Avancen gemacht, der euch unterm Strich vielleicht nur ins Bett bringen wollte oder der nur auf euer Geld scharf war oder der nur möglicherweise ein Rendezvous gesucht hat und dann sich doch anderweitig entschieden hat. Es kann hier so viel passiert sein, aber einem wurde hier auf gut Deutsch gesagt vielleicht das Blaue vom Himmel erzählt. Weiterhin beispielhafte Formulierung, gerade König der Stäbe kann hier gut und gerne, gerade auch auf das Ast der Kelche, muss ich sagen, eine derartige Situation hervorgerufen haben, beziehungsweise eine derartige Person natürlich sein. Bitte bezieht es noch auf die persönliche Situation, da brauche ich auch noch die weiteren Klärungen und Spiegelungen. Die fünfte Münzen. Ja, es ist sehr naheliegend, möchte ich fast schon sagen, dass man hier vielleicht auf jemanden reingefallen ist, um es jetzt ganz allgemein zu formulieren, der einem ja vieles versprochen hat, der einem etwas vorgaukelte, vielleicht auch sogar, aber der dann rein ihre oder seine Zwecke natürlich durchsetzen wollte. Und wenn es diesen Menschen bloß auf, weiß ich nicht, ein sexuelles Abenteuer vielleicht ankam, dann hat das dieser Mensch zu dem Zeitpunkt bekommen. Und alles Weitere, was vielleicht gesagt wurde, was vielleicht im Raum stand, was ihr euch vielleicht auch gewünscht habt, dem ist man dann nicht nachgekommen. Ich brauche euch nicht erzählen, dass das zu einer Enttäuschung führt, dass das zu Frustration führt, dass man hier vielleicht sogar vom Glauben abfallen kann, dass man sich auch selbst Anschuldigungen machen könnte oder sich fragen könnte, wie konnte ich nur so dumm sein oder so blind sein oder etwas derartiges. Das ist dann natürlich etwas Selbsterklärendes. Aber mit den fünf der Münzen hier, einer ganz typischen Verlassenskarte auf die Single-Karte, man braucht hier teilweise nur eins und eins zusammenzählen, um zu sagen, hier ist jemand von eurer Seite gewichen, von dem man es nicht unbedingt erwartet hätte, beziehungsweise der eigentlich Gegenteiliges vielleicht sogar versprochen hat. Und jetzt ist man erstmal auf sich alleine gestellt, man wurde hier sitzen gelassen, man wurde hier im Regen stehen gelassen, das kann man sehr deutlich entdecken. Die Fünf der Münzen kann auch einen Mangel hinweisen, beziehungsweise einen Verlust suggerieren lassen, dass man hier möglicherweise natürlich dann auch das Vertrauen in Menschen vielleicht generell sogar verloren hat. Auch das wäre eine Konsequenz, die natürlich sehr gravierend negativer Natur ist. Aber das sind alles, wie gesagt, beispielhafte Formulierungen. Natürlich kann hier aber auch noch in der Hinsicht sehr vieles aufgedeckt werden bzw. passieren. Auf die drei der Stäbe in der Mitte des Readings haben wir die 10 der Kelche. Das ist völliger Umschwung hier. 10 der Kelche ist eine grunddurchweg positive Karte. Es geht hier um Wunscherfüllung, Fülle an Gefühlen, Erfüllung von Bedürfnissen. Man kann hier auch von großen Zielen sprechen, sozusagen Lebenszielen, die man hier in Angriff nimmt. Nachdem man hier möglicherweise den Eindruck hatte, ich werde nie das erreichen, was ich mir vorgestellt habe, könnte man hier in der Klärung gut und gerne diesbezüglich mehr und mehr zuversichtlich sein. Man könnte sich das mehr und mehr wieder zutrauen, sozusagen. Man könnte hier beispielsweise sich darüber bewusst werden, dass für manche Ziele nicht unbedingt ein Partner oder eine Partnerin notwendig sind, sondern dass man sich auch gut und gerne auf sich alleine gestellt diese Ziele realisieren kann. Das ist eine Lektion, die gerade wenn beispielsweise eine Trennung recht frisch ist oder wenn man vielleicht sogar eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen hat, das ist dann ein Umstand, der einem nicht immer geläufig ist, wo man nicht immer den Durchblick hat, was man gar nicht ahnen würde, dass das so ist.
Viele von euch werden hier mehr und mehr erkennen, dass das so ist, dass man nicht für alles und jeden jemanden braucht, sondern dass man sich da auch selbst genügt. In dem Falle kann man hier auch sagen, ihr nehmt hier möglicherweise euer Leben wieder unter die eigene Kontrolle, nachdem ihr die Kontrolle darüber verloren habt, wie euer Wohlbefinden ist, dass ihr auch auf euch alleine gestellt zurechtkommt und niemanden braucht. Das kann man hier durchaus entdecken. Der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Natürlich ist auch hier wiederum die Charakteristik entscheidend und ich kann mir hier viel mehr eure Energie vorstellen, als ich sie mir hier vorstellen könnte. Das ist jemand, der hier mit den Fünf der Münzen in der Spiegelung nach einer Trennung, nach einem Verlust, nach einem Verlassen jetzt die ganz kleinen Schritte in Richtung Zukunft macht. Das ist jemand, und ich habe es euch vorhin schon so näher bringen wollen, der sich jetzt mehr und mehr wieder aufrappelt, der mehr und mehr zu alter Stärke zurückfindet, der mehr und mehr sich vielleicht auch auf sich selbst besinnt, anstatt dass man hier sein Glück, sein Wohlbefinden, seine Freude abhängig macht von anderen Menschen. Abhängigkeit kann ich hier im Teufel entdecken. Natürlich kann ich hier in der Klärung auf die Fünf der Schwerter auch dieses Mindset entdecken. Wenn mich jemand nicht liebt, dann fühle ich mich ungeliebt, weil ich bin ja nicht in der Lage, mich selbst zu lieben. Ne? Und das ist jetzt natürlich ein bisschen arg salopp formuliert, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Ihr braucht niemanden, der euch sozusagen an der Hand durchs Leben führt. Das ist eine Lektion, die viele von euch hier wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt gelernt haben, manche lernen sie vielleicht auch erst noch. Und dass man sich hier nicht nur auf Menschen verlassen darf, die einem vielleicht das Blaue vom Himmel erzählen und dann trotzdem unterm Strich nur auf die eigenen Vorteile aus sind, das kann dann natürlich auch so etwas wie eine Art Lektion fürs Leben für viele von euch sein, dass man hier dann reifer wird, erwachsener wird, vielleicht auch klüger wird. Natürlich, was einen nicht umbringt, macht einem stärker, das ist ganz, ganz klar. Dieser Ritter der Münzen bewegt sich in Richtung Zukunft, zwar langsam, aber stetig. Und ich glaube, dass das viele von euch sich einen vielleicht längeren Zeitraum hinweg nicht wirklich zugetraut hätten. Das kann man hier gut und gerne entdecken. In dem Falle beweist ihr euch aber hier auch langsam, aber sicher das Gegenteil. Diese Energie ist nicht zu vergleichen mit der Energie oder mit der Energie hier oben. Die Fünf der Münzen, Fünf der Schwerter, der Teufel, negative Erfahrungen, negative Situationen, ein Bergab, eine Pechsträhne, wenn ihr so wollt, war in eurer Vergangenheit etwas doch schon sehr Aufreibendes, etwas sehr Zermürbendes. Das Resultat war vielleicht ein schwindender Selbstwert. Man könnte hier die Selbstachtung verloren haben. Man könnte hier gut und gerne sich als wertlos erachtet haben. Da spreche ich für manche von euch wahrscheinlich auch gar nicht zu überspitzt, weil das kann hier für den einen oder anderen natürlich gravierender und intensiver gewesen sein als für manch andere. Aber man rappelt sich hier auf. 10 Kelche, Rittermünzen, 10 Münzen, die 2 Zehner sind absolut positiv. Hier geht es um, wie gesagt, Wünsche, Erfüllung von Gefühlen. Hier will man das erreichen, wovon man sich Glück und Wohlstand und Gerechtigkeit oder so etwas wie Fülle verspricht. Und hier haben wir den langfristigen Erfolg. Hier haben wir definitiv Stabilität. Wir haben Schutz und Geborgenheit. Und ich glaube, dass für diesen Schutz und für diese Geborgenheit vielleicht früher ein ganz bestimmter Mensch aufgekommen ist. Oder man hat gehofft, er oder sie kann euch diesen Schutz, diese Geborgenheit, diese Sicherheit vermitteln. Und man hat dann hier möglicherweise feststellen können, dass man sich da getäuscht hat. Und natürlich liegt es dann nahe für manche Menschen, dass sie sich einen anderen Menschen suchen, der ihnen eben das geben kann, was andere ihm nicht geben konnten. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, sich für sich selbst so eine Art Festung zu sein, so eine Art Fels in der Brandung zu sein. Und ich glaube, das ist hier für viele von euch gerade mit den beiden Karten hier und jetzt auch mit der Ausrichtung hier eher naheliegend. Und bitte behandelt das nach wie vor natürlich beispielshaft, aber eine derartige Wendung, einen derartigen Turn kann ich mir hier gut und gerne bereits vorstellen. Die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe wundert mich jetzt gar nicht, dass die hier im Outcome nochmal rauskommen. Die 9 der Stäbe ist eine ganz typische Vergangenheitskarte, genauso wie die 5 der Münzen zum Beispiel. Bei den 9 der Stäben geht es darum, einen Zustand, der sich in der Vergangenheit verletzender Art und Weise zutrug, in Zukunft tunlichst zu vermeiden. Dass man sich hier vielleicht auch erstmal von dem hier erholen muss, ganz, ganz klare Angelegenheit. Da ist man nicht von heute auf morgen im Fingerschnippen ein neuer Mensch oder wie ausgewechselt. Klar, weil man hier auch von teilweise sogar sehr schmerzhaften, bleibenden, negativen Erfahrungen sprechen kann. Das hat etwas mit euch gemacht, was da passiert ist, um es kurz zu formulieren. Und da sich diese Vergangenheitskarte im Outcome befindet,
greift hier der erste Satz. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Und ich sehe es nicht hier bereinigt zu werden, aber hier im Outcome bereinigt zu werden, weil ich habe Vergangenheit mit Heilung. Und da hat der erste Satz tatsächlich Gewicht. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Alle Ebenen bedeutet im Prinzip im übertragenen Sinne vielleicht auch, dass das Schicksal euch jetzt wohlgesonnen ist. Dass man hier durch eine Talfahrt durch musste, damit jetzt auch wiederum sozusagen eine Hochfahrt kommen kann. Man musste hier die negativen Zeiten erleben, um jetzt auch wieder positive Zeiten erreichen zu können. Da spreche ich vom universellen Gleichgewicht. Etwas, was viele von euch kennen können, natürlich aber auch nicht unbedingt kennen müssen. Aber es ist immer im Leben so, dass sich das Positive und das Negative ausgleicht. Auf Regen folgt Sonnenschein, auf Sonnenschein folgt auch wieder Regen. Das ist das Auf und Ab des Lebens. So könnte man es jetzt ganz kurz formulieren. Aber dass das hier in der Zukunft, hier noch in der Zukunft, bereinigt wird, das ist hier schon sehr deutlich dargestellt. Gerade spreche ich davon, das Rad des Schicksals, das Auf und Ab des Lebens, schicksalshafte Entwicklungen, schicksalshafte Ereignisse. Ich kann jetzt auch davon sprechen, dass das, was passiert ist, aus bestimmten Gründen hat passieren sollen. Und diese Gründe können euch jetzt natürlich mehr und mehr bewusst werden. Und ich kann euch jetzt schon, ohne dass ich die anderen Karten da jetzt aufdecke, ein Beispiel nennen. Dieser Mensch war nicht umsonst in eurem Leben. Dieser Mensch hat euch eine gewisse Lektion vermitteln sollen. Dieser Mensch hat euch zeigen sollen, verlass dich nicht blind auf jemanden, der dir das Blaue vom Himmel erzählt, denn am Ende kommt das hier dabei raus. Oder du brauchst niemanden, um dir Ziele, Wünsche und Träume zu realisieren. Du kannst das auch auf dich alleine gestellt. Du bist unabhängig. Du bist nicht abhängig von der Gunst anderer. Auch das kann eine Lektion natürlich sein. Ein Mensch, der vielleicht sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt von eurer Empfindung her für euch bestimmt war, kann sich jetzt als schlimmster Albtraum potenziell entpuppen. Das kann hier gut und gerne sein, dass ihr zwar schon füreinander bestimmt wart, aber dann wart ihr aus dem Grund füreinander bestimmt, weil euch gezeigt werden sollte, welche Person es nicht für euch sein soll, was ihr nicht in eurem Leben haben wollt. Auch dafür sind leider Menschen füreinander bestimmt. Mit dem Rat des Schicksals auf das Ast der Kirche. Ich glaube, hier hat ein emotionaler Umschwung für viele von euch stattfinden sollen. Ich glaube, hier hat man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Talfahrt durchmachen müssen, damit man bereit für die Hochfahrt war. Und so einfach als objektive außenstehende Person kann ich das hier natürlich formulieren, auch wenn ich ganz genau weiß, dass wenn man sich in dieser Situation befindet, das natürlich nicht so leicht zu erklären ist und schon gar nicht so leicht hinzunehmen ist. Das Rad des Schicksals auf den König der Stäbe, wo ich euer Gegenüber, euren Bezugsmenschen für die meisten von euch darin entdecken kann. Es ist ein Mensch, der aus bestimmten Gründen in euer Leben trat, wahrscheinlich auch aus bestimmten Gründen aus eurem Leben trat. Und diese bestimmten Gründe können natürlich für viele von euch different lauten. Meistens haben sie mit genannten Lektionen zu tun. Und hier haben wir jetzt euch dargestellt, wie viele von euch sich gründlichst darüber Gedanken machen, warum das passierte. Was passiert ist, der König der Schwerter, typische Luftenergie, typische Kopfperson. Viele von euch dürften Kopfpersonen sein, liebe Wassermänner, es wäre typisch für Luftzeichen, natürlich muss da nicht jeder gleich sein. Mit dem König der Schwerter haben wir hier eine Person bei klarem Verstand, bei einem logischen Denken, jemand mit einer gesunden Lebenseinstellung, könnte man sagen. Jemand, der eine gewisse Logik besitzt, beziehungsweise einen gesunden Menschenverstand besitzt. Jemand, der den Durchblick haben kann, jemand, der intelligent ist, jemand, der kluge Entscheidungen trifft. Jemand, der aber auch teilweise nach außen hin vielleicht etwas kalt oder desinteressiert oder demotiviert wirken kann. Meistens ist dieser Mensch das gar nicht, aber er wirkt nach außen so. Ich glaube, hier viel mehr euch entdecken zu können als hier drin. Ich glaube aber auch, dass es sich hier eher um die gedankliche Verarbeitung von dem dreht und handelt, was passiert ist. Und es sich hier sozusagen um die weiteren Schritte auf eurer weiteren Reise dreht und handelt. Ich habe euch hier neben dem Rad des Schicksals, ich habe euch geklärt auf die fünfte Münzen. Die Frage steht hier im Raum, warum hat das passieren müssen, was hier passierte? Warum stehe ich jetzt alleine da? Warum hat mich dieser Mensch verlassen? Warum war ich nicht gut genug? Das kann man natürlich jetzt auch hier mit den Selbstzweifeln kombinieren, ganz, ganz logisch. Und ich denke, ihr wisst bereits, worauf ich hinaus möchte. Man hinterfragt die Dinge, die im Negativen passiert sind. Warum gerade ihr? Warum gerade jetzt? Warum gerade dieser Mensch? Warum gerade unter den Umständen? Etc. Das ist hier der Versuch, sich ein Bild zu machen, der Versuch, das Leben zu verstehen, um es jetzt ganz plump auszudrücken, und jetzt sind wir spätestens bei der Hauptenergie
dem magischen Wissen. Man will hier versuchen, den Plan Gottes oder den Plan des Schicksals oder den Plan des Universums, wie auch immer eure Weltanschauung natürlich ist, eigentlich ist das alles drei relativ gleich hier zu deuten. Man will dahinter steigen, man will wissen, was Sache ist, man will wissen, was die Lektion ist, die ihr hier lernen sollt. Man will wissen, womit man das verdient hat natürlich. Wie auch schon gesagt, diese Energie kann bei manchen von euch mehr und bei manchen weniger ausgeprägt sein. Aber hier könnte man sich auch teilweise in der Opferrolle natürlich befinden, wo man dann den Eindruck hat, alles und jeder ist gegen einen. Das kann hier natürlich auch für manche von euch in der Intensität dargestellt sein. Die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter ist ja eine mental vorherrschend negative Energie, sehr ähnlich wie der Teufel, und die 5 der Schwerter kann man hier gut und gerne, wie die gerade angesprochene, manchmal wird dieser Begriff in den falschen Hals bekommen, aber es ist hier möglicherweise die Opferrolle für manche dargestellt. Und Opferrolle bedeutet genau das, man fühlt sich als Opfer. Aber als Opfer von wem? Als Opfer von diesen Menschen, als Opfer vom Schicksal, als Opfer vom Gott, als Opfer vom Teufel. Man kann das natürlich drehen und wenden, wie man möchte, aber man stellt sich als Opfer hin. Und natürlich ist es die eigene Empfindung, dass wenn hier einem Unglück widerfährt, dass man ein Opfer davon ist. Ich habe diese Einstellung früher gehabt, allerdings muss ich sagen, da war ich Anfang 20 oder etwas derartiges, bevor ich dann bemerkt habe, dass alles, was einem im Leben passiert, einen gewissen Sinn und Zweck natürlich folgt. Ich glaube, dass auch das Negative, was euch hier passiert, etwas ganz Bestimmtes bezweckt, und das ist zwangsweise der Aufschwung. Es ist etwas, was man vielleicht mit einem, wie ich finde, sehr schlauen Satz etwas genauer konkretisieren kann. Menschen, die das Unglück nicht kennen, werden auch das Glück nicht kennen. Andersrum kann man das auch formulieren. Menschen, die nicht wissen, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren, werden auch nie anfühlen, wie es ist, alles zu haben, was man sich gerne wünscht. Es ist so dieses Gegenüberstellen. Manche, ne, also es gibt auch den schlauen Satz, manche würdigen die kleinen Glücke nicht, weil sie in ihrem Leben auf der Suche nach dem großen Glück sind und dabei alles andere außer Acht lassen. Ich kann euch ganz viele schlaue Sätze hier sagen, weil manche von euch merken es, über solche Themen, über solche komplizierten Entwicklungen, möchte ich sagen, habe ich mir schon wochenlang Gedanken gemacht, Tag und Nacht. Und ich glaube, das könnten hier viele von euch tatsächlich auch tun. Warum passiert das, was passiert? Bei den 9 der Schwertern und bei den 10 der Kelchen ist es hier eine grundgegensätzliche Energie zu sehen. Mit den 9 der Schwertern eher der Pessimismus, eher so dieses sich selbst vielleicht etwas nicht zutrauen. Aber bei den 10 der Kelchen, da hat man dann doch schon im Ambitionen, doch schon eine gewisse Zielvorstellung in sich, um etwas erreichen zu können, was man möglicherweise sich eben unter bestimmten Umständen nicht zugetraut hätte, auch alleine zu erreichen. Dieses unabhängige Denken, dieses sich nicht möglicherweise auch jemanden anvertrauen zu müssen zwangsweise. Auch das kann hier bei vielen von euch sich mehr und mehr ausprägen. Je besser und je schneller möglicherweise es euch auch gelingt, euch hier wiederum sozusagen zu fangen, aufzurappeln, weiterzugehen und sich möglicherweise auch den zukünftigen Herausforderungen auch auf sich alleine gestellt potenziell dann zu stellen. Der Herrscher. Okay. Wir haben hier einen Menschen dargestellt, liebe Wassermänner, der definitiv mit euch einen direkten Bezug hatte, hier zu sehen und auch hier in der Klärung auf den Ritter der Münzen zu sehen. Und ich glaube, dass viele von euch diesen Menschen als eine Art prägenden Teil in ihrem Leben wahrgenommen haben, es vielleicht auch immer noch tun. Das kann ich mir genauso vorstellen. Jener Mensch, der Herrscher, das typische Gegenüber im allgemeinen Tarot, der oder die war hier potenziell auch für einiges verantwortlich. Er oder sie hat sich um einiges gekümmert, was dann jetzt natürlich dann für viele von euch zwangsweise auf euch selbst zurückfallen kann. Es kann hier sein, dass ihr hier dieses Unabhängigkeitsdenken vielleicht auch erst einmal lernen müsst. Das kann ich mir natürlich genauso vorstellen, ganz, ganz klar. Egal, ob man es hier mit einem in dem Sinne dann Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin zu tun hat, möglicherweise natürlich auch mit einem Elternteil, möglicherweise auch mit Freunden oder mit Familienmitgliedern andererseits. Es kann natürlich sehr individuell passieren. Genauso gut könnte man hier sich ja eine ganze Zeit lang auf jemanden auf seiner Arbeit verlassen haben, der sich um ganz bestimmte Angelegenheiten gekümmert hat. Und wenn man hier dann im Regen stehen gelassen wurde, wenn man dann hier sozusagen sich nicht mehr auf diesen Menschen verlassen kann oder verlassen möchte, das kann so oder so natürlich sein, muss man sich zwangsweise dann auch mit jenen Herausforderungen, jenen Tätigkeitsfeldern des Gegenübers beschäftigen. Und ob man sich das immer zutrauen kann, ob man dazu sozusagen auch die Zeit hat, den Elan hat, den Mut hat, die Motivation hat,
Das ist etwas, was viele von euch herausfinden werden, herausfinden wollen. Und das ist das rein Positive an dieser Situation, weil hier ist die gedankliche Struktur, hier ist dann eher die physische Struktur. Dieses, was muss ich machen, geht im Kopf in einem vor. Und was kann ich machen, das ist dann wieder das Pragmatische oder das Praktizierte. Und man sieht hier auch vielleicht für viele von euch sehr deutlich, dass ihr hier klein gehalten wurdet, dass möglicherweise auch viele von euch den Eindruck von der vergangenen Situation gewonnen haben. Ich kann das nicht, was mein Gegenüber kann. Und ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass man sich dort vielleicht auch etwas klein halten hat lassen, dass man hier nicht nur mit dem Selbstwert, wie auch schon gesagt, zu kämpfen hatte dann in einer gewissen Zeitspanne, sondern dass das jemand womöglich auch, ja, ich möchte sagen, arglistigerweise gesagt hat, dass jemand euch mal immer wieder gesagt hat, das könnt ihr nicht, ich kümmere mich darum, oder dieses macht ihr keine Sorgen, das mache ich schon. Ich glaube, dass das vielleicht auch so eine Art Machtdemonstration in einem gewissen Sinne von einem bestimmten Menschen hier aus vielleicht auch war. Das muss natürlich nicht bei jedem Einzelnen von euch so gewesen sein, aber bei manchen wäre das durchaus denkbar. Die Sieben der Kelche. Eine Kopf-gegen-Herz-Energie wäre hier gut und gerne möglich. Vor allem hat man es aber hier eher mit der emotionalen Belastung zu tun. Hier mit diesen Enttäuschungen, mit diesen Frustrationen, mit diesem im Regen stehen gelassen worden sein. Mit dem, was das Gegenüber hier abgezogen hat, auf gut Deutsch gesagt. Und natürlich muss man das körperlich, also auch seelisch natürlich verarbeiten, je nachdem, was genau da passiert ist. Und das ist natürlich auch kein Zuckerschlecken. Das sehen wir hier mit den Sieben der Kelchen auf dem Teufel. Also das, was da passiert ist, das hat mit euch natürlich einiges gemacht, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Man kann hier auch bei dieser Neun der Stäbe beispielsweise von dem Gebranntmarktsein sprechen. Aber wie auch schon vorhin und jetzt hier auch nochmal in der Spiegelung zum Rat des Schicksals zu sehen, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und dieser bestimmte Grund, ich habe ihn euch schon auf unterschiedliche Arten und Weisen natürlich versucht näher zu bringen. Dieses magische Wissen, die Hauptenergie hat natürlich primär auch damit zu tun. Eventuell soll man hier tatsächlich verinnerlichen, dass das, was man sich vielleicht bislang nicht zugetraut hat, tatsächlich für einen durchführbar ist. Gerade das Rad des Schicksals mit der Spiegelung auf die Sieben der Kelche, ich kann mir hier gut und gerne vorstellen, dass man von sich selbst auf einen langfristigen Zeitraum hin betrachtet schon mehr erwarten darf, als das, was man sich vielleicht selbst zugetraut hat oder als das, was einem bislang zugetraut wurde. Sieben der Kelche auf die Zehn der Münzen. Man könnte hier natürlich jetzt eine Zeit lang benötigen, um wirklich hier auch wieder in Fahrt kommen zu können, um beispielsweise das Leben, den Alltag oder eine ganz bestimmte Nische oder ein ganz bestimmtes Genre in eurem Leben zu managen und in den Griff zu bekommen. Ganz, ganz klar, weil es gibt hier widrige Umstände. Aber ich mache mir hier gar keine Sorgen, dass ihr das nicht schaffen könnt, liebe Wassermänner. Der Erfolg, der steht hier nach wie vor bei diesen Zehn der Münzen da. Und mit den Sieben der Kelchen gibt es da stets mehrere Wege, wie sich etwas natürlich dann auch reparieren lässt, etwas instand setzen lässt oder wie man sich, ja, wie man auch etwas managen kann natürlich. Also die Stabilität, die Geborgenheit, der Schutz. Ich sprach vorhin schon, man kann sich hier natürlich auch für sich selbst eine Art Fels in der Brandung sein. Auch das ist eine Möglichkeit, wie hier das Leben oder ja, das Rad des Schicksals sich weiterdreht. So kann man das hier definitiv auch deuten. Und den Ritter der Kelche habe ich jetzt hier hinten im Outcome. Das ist eine sehr eigene Energie, möchte ich sagen, denn der Ritter der Kelche ist die Hofkarte, die typisch im Tarot für jemanden steht, der sich hier möglicherweise entschuldigt, der sich versucht, Recht zu fertigen. Das ist jemand, der möglicherweise auch versucht, diese Vorkommnisse hier, dieses Negative, dieses Schlechte, was hier passiert ist, ne? Vertrauensmissbrauch oder so etwas wie Fremdgehen oder man hatte es hier mit einem Menschen zu tun, der einem nach Strich und Faden auf gut Deutsch gesagt über den Tisch gezogen hat. All das wäre hier gut und gerne möglich. Und wenn das einer ist von dem Kaliber hier vom Herrscher und wenn ihr diesen Menschen vielleicht auch nicht wirklich egal wart, wenn dieser Mensch auch eine gewisse Anbindung an euch empfindet, was durchaus durch den Teufel hier nicht ausgeschlossen ist, dann kann ich mir natürlich auch zukünftige Begegnungen, zukünftige Interaktionen mit eben jenen Menschen auch vorstellen, der sich hier durchaus dann einen großen Fehler geleistet hat in diesem Reading hier. Das ist für die Zukunft nicht ausgeschlossen, weil wie gesagt, das ist jemand, der auch gut und gerne eine Zeit lang braucht, um zu realisieren, was er oder sie da
verbockt hat, auf gut Deutsch gesagt, welche Fehler hier begangen wurden. Und dann gibt es Menschen natürlich, die sich entschuldigen können. Dann gibt es auch Menschen, die sich niemals einer Schuld bewusst sein werden. All das lässt hier noch ein gewisses Potenzial für die Zukunft offen, Bezug nehmend auf etwas, was hier bereits passiert ist. Aber was dann natürlich dann auch wiederum eine Misere, einen schlechten, negativen Zustand in die Heilung, siehe Vier der Schwerter, bringen kann. Ich möchte mir das natürlich jetzt noch viel genauer anschauen im weiterführenden Reading. Ich will die Outcome-Karten hier, die Outcome-Energie, genauso wie das ganze Reading hier eigentlich, noch etwas mehr herausfinden darüber, noch tiefer eintauchen, noch mehr Details zum Vorschein bringen. Und liebe Wassermänner, sollten euch diese Energien hier nicht unbedingt fremd sein? Könnt ihr was damit anfangen? Erkennt ihr euch in einer derartigen Situation oder kurz gesagt, resoniert das Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video, der erste Link, würde euch direkt dorthin führen. Natürlich ist es kein Muss, dem nachzugehen. Über einen Like würde ich mich sehr freuen unter diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich natürlich über ein Abo freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit natürlich viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives daraus zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Mai weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.